Die beeindruckende neue Strecke Shipwreck Shore. Ein neuer Wario Circuit. Cheap Cheap Lagoon Remake. Und der unfassbare Mario World Raceway. Mit dem nicht weniger beeindruckenden Leon S. Kennedy aus Resident Evil. Nein, das ist kein Scherz. Leon S. Kennedy hat keinen Bock mehr auf Zombies. Resident Evil liegt hinter ihm. Nun strebt er eine neue Karriere in Mario Kart an. Hier im Wirbelbohrer Cup. Leon ist definitiv der, ich sag mal, gewagteste und exotischste Charakter hier in diesem Pack. Er passt ja mal so gar nicht zu Nintendo und dieser kunterbunten Grafik, aber genau dasselbe sagte man auch damals über Snake, als der in Super Smash Bros. Dabei war. Also ja, warum denn nicht, ne? Es wird ein Fest hier in diesem leider letzten Cup von Mario Kart 8 Custom Tracks. Shipwreck Shore ist die erste Strecke, die ist komplett neu und die sieht absolut bombastisch aus. Und dass da jetzt noch Donkey Kong Musik spielt, das macht sie für mich jetzt schon zu einem Favoriten. Oh, als ob wir jetzt hier auf diesen Wasserfällen langfahren, da war ich so jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Das hat mich kalt erwischt. Runtergefallen leider. Oh, zwei Optionen. Ich fahre jetzt einfach mal hier auf dieses Schiff, obwohl man da definitiv einen Pilz für bräuchte, damit es Sinn ergibt, diese Abkürzung zu fahren. Aber ja, das ist mal eine Strecke, oder? Ich glaube, ich habe tatsächlich auch schon mal ein YouTube-Video von dieser Strecke gesehen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Allein weil die Urchins natürlich custom sind. Hier rechts zum Beispiel. Die, oder... Oh, hier fallen sogar auf die Strecke drauf! Die gab es natürlich so nicht, oder eigentlich gar nicht, in Mario Kart 8. Die sind extra hierfür angefertigt worden und das ist schon ganz, ganz große Klasse. Ich bin leider schon wieder hier runtergefallen, weil die Strömung sehr, sehr stark ist. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Da hatte ich das Gefühl, ich sei einfach nur schlecht gedriftet. Aber nee, du musst da tatsächlich stark gegenlenken und wir müssen jetzt eine starke Steigerung an den Tag legen. Ansonsten geht diese erste Strecke im letzten Cup direkt in die Hose und das will ich nicht. Hier soll natürlich nochmal ein Goldpokal her, als ob ausgerechnet jetzt der Blooper kommen muss. Aber gut, dann schmeißen wir hier den Müll eben schnell über Bord, nutzen den Pilz, um den Dreck loszuwerden. Und jetzt muss hier besser performt werden als davor. Ach, da kommen sogar Items. Das ist aber auch eher so eine Zufallsgeschichte, ne? Wenn Daisy nicht da gewesen wäre, dann wäre ich sogar rangekommen, aber so bleibt leider nur Platz 7, was ein extrem schlechter Einstieg auf einer super tollen neuen Strecke ist. Shit. Aber verdient, muss man leider so klar sagen. Noch ist es nicht gelaufen, weiter geht's mit dem Wario Circuit. Auch diese Strecke ist komplett neu. Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so großartig und neuwertig aus wie die von eben. Aber man hat zumindest da im Hintergrund Warios Schloss aus Wario Land hingebaut. Das finde ich natürlich klasse. Ja gut, nicht nur Wario Land. Erstmals ja eigentlich in Super Mario Land 2. Wobei das Wario Land ist im Prinzip. Aber ich persönlich musste gerade an Wario Land 2 denken. Das war mein erstes Wario Land und da hat man das Schloss auch häufiger gesehen. In Super Mario Land 2, Wario Land eigentlich ja nur am Ende beim Finale. Oh, es scheint eine relativ kleine, kurze Strecke zu sein. Die ganzen Wario Ws in der Mitte sollen auch nochmal unmissverständlich klar machen, wem das Ganze hier gehört. Wir haben einen tollen Blick auf die Alpen. Oh, wo kommst du denn her? Du wirst wohl gesnipert werden. Ich sehe jetzt erst, dass der beim Stunt einfach einen... dass das Panzerfaust rausholt. Ja, ist eine Panzerfaust. Oh Mann, Alter.
Leider hat er keine Stimme. Weil Stimmen umzusetzen in Mario Kart 8 Mods ist sehr, sehr schwer. Manche Charaktere haben eine Stimme, aber bei ihm war es dann wohl eine Nummer zu crazy. Deswegen hören wir hier stattdessen Links Sounds. So, und hier haben wir doch wieder ein besseres Ergebnis zusammengekriegt als vorher. Plus 15 Punkte, wir sind zurück im Rennen, aber noch nicht auf der 1. Also weiter. Jetzt kommt mal eine Retro-Strecke. Cheap Cheap Lagune aus Mario Kart 7 vom Nintendo 3DS. Abendsonne hatten wir auf dem 3DS auf der Strecke nicht. Da war es helllichter Tag, aber die Modder haben sich wohl für ein anderes Setting entschieden. Ja, kann man auf jeden Fall machen, ne? Wieso nicht? Sind die Muscheln noch da? Nee, oder? Sind sie nicht. Aber wir haben ein paar Röhren immerhin. Oh, und den anderen Weg. Aber das kam jetzt gerade ein bisschen zu plötzlich. Schauen wir uns dann in der zweiten Runde an. Das war ja damals eine Strecke vom Pilz Cup, deswegen ist die jetzt natürlich auch nicht so komplex. Nicht so wild. Und ich weiß gar nicht, ob diese Goombas da auf dem 3DS auch schon herumgetanzt sind. Oder ob das jetzt exklusiv hier für die Custom Tracks gemacht wurde. Hier rechts kann man auch rauf. Ich glaube, das ging sogar auf dem 3DS ebenfalls. Aber es hat sich nicht wirklich empfohlen. Hat eher Probleme gemacht. Aber hier lang zu fahren, das hat sich definitiv empfohlen. Diese Abkürzung war gefühlt immer schneller. Und man konnte ja auch ein paar Items dahinlegen, damit andere dann nicht lang gefahren sind. Das hat sich definitiv ausgezahlt. So, und jetzt müssen wir unbedingt Bowser Jr. irgendwie vom ersten Platz vertreiben, weil der ist auch in der Tabelle noch vor uns. Man muss aber leider sagen, dass er sehr perfekt fährt. Da gibt's jetzt gar nicht so viel, was ich machen kann, außer auf Itemglück zu hoffen. Aber der ist so schnell, da kommen wir nicht hinterher. Da können wir machen, was wir wollen. Auch mit dem Pilz wird das nichts mehr. Die Blue Shell kommt ebenfalls zu spät. Belastend! Denn jetzt wird's richtig schwer, um noch einen Goldpokal zu holen, Alter. Das sind schon 6 Punkte Rückstand. Ja, zu der Version muss man sagen, also war solide, ne? Aber ich würde doch sagen, dass die 3DS-Version nochmal ein bisschen besser ist. Auch weil das unter Wasser nochmal cooler aussieht mit den ganzen Strudeln und so und den Muscheln. Aber solides Mario Kart 8 Remake kann man mal spielen. Hohe Erwartungen habe ich hieran. Super Mario World Raceway. Wobei, wenn ich das so sehe, dann sieht man das eher aus wie ein Retexture von Mario Circuit aus Mario Kart 64. Aber geil, dass wir hier Super Mario World Optik und Musik haben. Warte, wo geht's lang? Hä? Also man hätte da jetzt auch einen anderen Weg nehmen können. Da ist sogar ein animierter Yoshi, was? Wow, wie haben die denn das gemacht? Alter, ist das geil. Aber übelst verwirrend, ich weiß gar nicht, wo ich langfahren soll. Das ist ja mal eine sehr witzige Strecke. Das ist halt so eine typische Custom-Tracks-Strecke, ne? Super wild aufgebaut, weißt oft nicht, wo es lang geht. Und es gibt Dinge, die es im normalen Spiel niemals zu sehen gäbe. Aber ich bin froh, dass es jetzt doch kein, ja, einfallsloses Retexture von Marios Rennpiste ist. Und das wäre dann doch ein bisschen schade gewesen. Ah, hier musst du sogar rechts lang. Das zeigt dir ja das Schild. Ich glaube, die andere Abkürzung, die fahre ich auch nicht mehr. Wo wir gerade waren. Außer ich kriege jetzt einen Goldpilz, dann könnte es sich jetzt lohnen, über den Schlamm abzukürzen. Andernfalls eher nicht. Oh je. Also mir schwant Böses, wenn ich das hier sehe. Oh, wobei, war das gerade Bowser Jr.? Der scheißt da genauso rein wie ich! Oh, dieses
Super Mario World Details, die man hört, sind super. Tatsächlich, da ist Bowser Jr. Aber er hat wieder so einen getunten Motor und ist schneller als ich. Ich komme mit meinen Pilzen nicht hinterher. Ich hätte vielleicht auch tatsächlich unten langfahren sollen. Hätte man ja durchaus darauf spekulieren können, dass man die nötigen Items bekommt. Oh, er holt sich schon wieder Windschatten. Ich fürchte, ich komme nicht ran. Gibt's noch ein Item? Ah, sogar ein doppeltes, das brauche ich unbedingt. Komm! Komm! Oh, zwei Pilze ist zu wenig. Wir brauchen was Offensives! Mann! Komm, ich fahre da einfach runter. Auf Risiko mit dem Pilz. Ja, das war eine gute Idee! Aber er ist trotzdem vor mir! Wie denn? Wie hat er das gemacht? Kannst mir erzählen, was du willst, aber der favorisierte CPU, wenn der nach hinten fällt, dann fährt der gefühlt mit einer Standardgeschwindigkeit mal 3. Es war absolut unmöglich, dass er vor mir ins Ziel kommt. Bei all den Pilzen, die ich gekriegt habe und die Abkürzung, die ich am Ende gefahren bin. Im Herzen sind wir Erster. Punkt. Aus. Ende. Naja, hat's am Ende nicht mehr ganz gereicht mit dem Goldpokal, aber insgesamt kann man, glaube ich, sehr zufrieden sein mit der Leistung in diesem Custom Tracks Pack. Und die letzte Strecke, die war, finde ich, auch so ein schöner Abschluss für alles, weil es, wie ich ja auch schon aufgezählt habe, alles ein bisschen versinnbildlicht, wofür Mario Kart Custom Tracks steht. Sollte es in Zukunft nochmal richtig krasse Strecken geben, und es wird ja immer noch dran entwickelt, dann dürft ihr euch hier an dieser Stelle darauf freuen. Ich behalte das im Auge und wenn ihr es sehen wollt, dann kommt da auch mehr. Aber an dieser Stelle war es das jetzt erst einmal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Projekt.